LinkedIn-Ads, alles Facebook oder was, der Titel von meinem Vortrag heute. Guten Morgen, Berlin. Gerne wäre ich in Berlin live auf der Bühne gestanden. Leider hatte ich letzte Woche gesundheitlich einen kleinen Rückschlag und musste die Reise nach Berlin aussetzen. Vielen Dank, Jens und Philipp, an dieser Stelle für diese online gegebene Möglichkeit. Wie bereits bei der AFBEC Summer Edition Anfang September habe ich heute wiederum das Thema LinkedIn. Nach organischen Experimenten folgt nun Paid Media von LinkedIn. Ich habe bereits in München schon erklärt, mich verbindet mit LinkedIn so eine kleine Hassliebe. Nichtsdestotrotz, LinkedIn wächst und bringt laufend neue Werbemittel und neue Werbemöglichkeiten. Gefühlt gibt LinkedIn ordentlich Gas und insbesondere im B2B gilt LinkedIn als der heiße Scheiß überhaupt. Kann doch auf der seriösen Business-Plattform gefühlt jeder Krawattenträger oder jede Business-Anzugträgerin erreicht werden. Apropos Business-Anzug, ich habe gerade gemerkt, dass ich noch das Hoodie meiner Lieblingsplattform trage. Zeit, mich LinkedIn-gerecht umzuziehen. Das ging aber schnell, fast wie auf TikTok. Damit der Vergleich ein bisschen einfacher fällt, habe ich die Werbethemen in Teilbereiche unterteilt und ermittle pro Thema jeweils einen Gewinner, LinkedIn oder Facebook. Die unterschiedlichen Themen für die Unterteilung sind einerseits die Zielsetzungen, die Platzierungen, die unterschiedlichen Werbeformate, dann schauen wir Targeting, Conversion Tracking an, sowie die Kampagnenstruktur und das Bidding. Und am Schluss folgt selbstverständlich dann auch noch ein zusammenfassendes Fazit. Beginnen wir mit den Zielsetzungen. Welche Unternehmensziele können überhaupt mit LinkedIn bedient werden? Wie bei Facebook auch, unterteilen wir in Bekanntheit, Erwägung und Conversion. Wir haben im ersten Bereich Markenbekanntheit, bei der Erwägung die Webseitenbesuche, Interaktion, Engagement und die Videoaufrufe. Bei Conversion dann die Lead-Generierung, Website-Conversions und Bewerbungen. Das heißt insgesamt 7 Ziele über die 3 Kategorien, die wir erfüllen können. Bei Facebook die gleiche Aufteilung, da entsprechend dann aber zusätzlich zur Markenbekanntheit auch noch das Reichweitenziel. Webseitenbesuche bzw. Traffic bei Facebook genannt. Zusätzliche App-Installation, Videoaufrufe, dann die Lead-Generierung, Nachrichten und Interaktion. Und im Bereich Conversion dann entsprechend auch andere Conversion-Ziele als bei der Business-Plattform. Wir sprechen hier von Conversions, von Produktekatalogverkäufen und von Besuchen im Geschäft. Das heißt, wenn wir die Zielsetzungen vergleichen, der Winner hier ist Facebook. Es sind mehr Zielsetzungen möglich, zusätzlich im Bereich Awareness, aber auch App-Traffic, lokale Werbung. Wir sehen generell unterschiedliche Kampagnenarten. Bei LinkedIn ist alles im Auktionsverfahren geregelt. Bei Facebook haben wir zusätzlich zur Auktion auch die Buchungsmöglichkeit mit Reichweite und Frequenz. Und grundsätzlich aufgrund der mehreren Ziele, die bei Facebook möglich sind, haben wir entsprechend auch tiefere Funnels, die gespielt werden können. Das heißt weniger ein Fokus nur auf Leads, wie das bei LinkedIn der Fall ist. Schauen wir uns die zweite Kategorie an. Platzierungen, wo werden die Ads überhaupt ausgespielt? Wir haben bei LinkedIn selbstverständlich die Desktop-Version. Die Desktop-Nutzung bei LinkedIn ist nach wie vor ein bisschen höher als bei Facebook. Entsprechend haben wir hier unterschiedliche Platzierungsmöglichkeiten. Newsfeed, was dann parallel auch zu Facebook ist. Es gibt die rechte Spalte, je nachdem in welchem Bereich von LinkedIn ich mich befinde, die linke Spalte. Es gibt einen kleinen Header-Bereich im oberen Bereich der Webseite von LinkedIn und es sind Nachrichtenplatzierungen möglich, das heißt direkt in den Direktnachrichten innerhalb von LinkedIn. Zusätzlich die Aufteilung auf den Smartphones mit dem Newsfeed und den Nachrichten, die LinkedIn uns zur Platzierung von Werbemitteln bietet. Betrachten wir das Gleiche auf Facebook, auch hier Desktop-Nutzung. Desktop-Nutzung wissen wir, die nimmt immer mehr ab. Man spricht heute noch von etwa 7% Desktop-Nutzung innerhalb von einer Kampagne. Hier die Platzierungen mit dem Newsfeed, die rechte Spalte. Wir haben den Marktplatz für Platzierungen. Es gibt den Messenger und grundsätzlich können auch Ads innerhalb der Suche platziert werden, beziehungsweise kleinere Platzierungsformate, die dann aber auch nicht so eine große Wichtigkeit aufweisen. Dann auch Smartphone natürlich ganz stark. Etwa 93% vom Traffic geht bei Facebook über das Smartphone.
Wir haben hier den Newsfeed, wir haben die Stories, Marktplatz und Messenger. Wir sehen also hier schon den Unterschied zu LinkedIn-Story-Platzierungen. Gibt es bei LinkedIn im Moment noch nicht und der Marktplatz gibt es auf LinkedIn ebenfalls nicht. Zusätzlich bei Facebook dann auch noch die Platzierungen innerhalb von Instagram. Bei Instagram haben wir den Newsfeed, die Stories und auch hier sind Platzierungen im Messenger angedacht, die verwendet werden können. Das heißt, Platzierungen LinkedIn versus Facebook, auch hier haben wir einen deutlichen Gewinner. Es ist dies wiederum Facebook. Es gibt mehr sinnvollere Platzierungen abhängig von den Zielsetzungen, die entsprechend gewählt werden können. Nicht jede Platzierung macht für jede Zielsetzung natürlich auch Sinn. Modernere Platzierungsformen, insbesondere für den Mobile-Bereich, weniger starke Gewichtung als bei LinkedIn in Richtung Desktop, zusätzlich die Story-Formate, die doch einiges zusätzlich ermöglichen. Das heißt, ich habe im Endeffekt eine höhere Ads-Liquidität. Ich kann bessere Optimierung durch maschinelles Lernen vornehmen, weil mehr unterschiedliche Platzierungen möglich sind. Nach den Platzierungen nun die unterschiedlichen Werbeformate, welche Botschaften mit welchen Zielen, welche Formate aufweisen. LinkedIn Text Ads, eine Werbeform, die primär für Markenbekanntheit, für Webseitenbesuche und Website Conversions eingesetzt wird. Wir sehen dies im oberen Bereich, es ist reiner Text. Diese Art von Werbung gibt es auf Facebook nicht mehr. Dann das Single Image Ad für Sponsored Content, also wird im Feed ausgespielt. Wir sehen jetzt auch hier, fast alle Zielsetzungen sind damit möglich, mit Ausnahme von Videoaufrufen. Das entspricht in etwa dem Image Link Ad bei Facebook, ist eine sehr beliebte Platzierungsform und wird auf LinkedIn sehr häufig eingesetzt. Dann das Karussell-Ad. Das Karussell-Ad kommt natürlich Facebook-Marketern bekannt vor. Auch hier das Kachelprinzip mit unterschiedlichen Bildern darin, die verlinkt werden können. Die Gestaltungsmöglichkeiten nicht ganz so ausgereift wie bei Facebook. Zielsetzungen primär im Bereich Markenbekanntheit, Website-Besuche, Engagement, aber auch für Lead-Generierung oder Website-Conversions geeignet, entspricht natürlich bei Facebook dem Karussell-Format. Dann das Video-Ad, sieht man immer häufiger nun in der Werbung, auch Video spielt auf LinkedIn eine große Rolle. Hier grundsätzlich für alle Zielsetzungen einsetzbar, wird im Moment für Bewerbungen noch nicht eingesetzt. Die anderen Ziele können entsprechend genutzt werden. Das entspricht dem Video Link Ad bei Facebook und ist entsprechend wie bei Facebook auch auf LinkedIn recht stark verbreitet. Dann das Single Job Ad, zugegeben nicht ein sehr attraktives Format, da extrem textlastig. Es geht hier um das Verlinken mit Jobangeboten, die auf der LinkedIn Unternehmensseite dargestellt sind, entsprechend Zielsetzungen, Bewerbungen. Das entspricht ungefähr dem Jobposting bei Facebook. Allerdings bei Facebook dann ein bisschen bildlastiger. Hier haben wir sehr viel Text mit drin. Dann ein Format, was es bei Facebook nicht gibt, ist das Message Ad, Sponsored Messaging. Ich habe hier direkt die Möglichkeit, Empfänger in die Inbox zu erreichen mit bezahlten Nachrichten. Das heißt, der Empfänger erhält hier eine Nachricht in seine Inbox ausgeliefert, die ist persönlich adressiert, wird für Website-Besuche, Zielsetzungen, aber auch für Lead-Generierung oder für Website-Conversions eingesetzt und ist ein relativ performantes Format. Angelehnt an das Message-Ad, dann das Conversation-Ad, auch hier Sponsored Messaging. Hier haben wir die Zielsetzung Website-Besuche bzw. Lead-Generierung primär. Auch hier kriege ich eine Nachricht in die Inbox, allerdings sind hier dann auch unterschiedliche Ziele direkt verlinkt. Das heißt, es kann eine Dialogführung weitergeführt werden oder auch mit Lead-Generierung gekoppelt werden. Ist von dem her ähnlich dem Messenger-Lead-Ad bei Facebook, wo es darum geht, dann bei Facebook Nachrichten auszulösen. Denn das Follower-Ad, LinkedIn bezeichnet das als sogenanntes Dynamic-Ad, ist jetzt nicht so ein attraktives Format. Wir sehen das Bild vom Nutzer, daneben das Bild vom Unternehmen. Aufforderung ist folgen.
Das heißt Markenbekanntheit, aber auch Engagement im Sinne von Follower-Generierung, das entspricht der Facebook, dem Page-Like-Ad, ähnlich wie bei Facebook. Sollte allerdings auch bei LinkedIn das Ziel nicht sein, Follower zu generieren. Follower generieren ist eine Zielsetzung aus 2015, entspricht nicht mehr den Möglichkeiten, die wir heute haben. Ein weiteres Dynamic Ad, das sogenannte Jobs Ad, genau gleich aufgebaut wie das andere Ad vorher, wiederum der Nutzer, die Firma entsprechend im Fokus. Auch hier geht es um das Folgen. Der Nutzer wird dann aber auf den Jobbereich der Unternehmensseite gelenkt. Auch dieses Format gibt es so in dieser Form bei Facebook nicht. Zielsetzung hier primär Bewerbungen generieren. Dann das Spotlight Ad, auch das als Dynamic Ad bezeichnet, entspricht einem Image Link Ad bei Facebook in der rechten Spalte. Ist relativ statisch, kann mit einem Bild versehen werden, hat Textmöglichkeit und wird verlinkt mit einer Webseite. Entsprechend Zielsetzung im Bereich Markenbekanntheit, Webseitenbesuche, allenfalls für Conversions oder aber auch für das Generieren von Bewerbungen. Das heißt, wenn wir die Formate bei LinkedIn und Facebook gegeneinander stellen, das Text-Ad gibt es nur bei LinkedIn, Image-Link-Ad, Video-Link-Ad, Karussell-Ad gibt es entsprechend, wie auch das Single-Job-Ad bei LinkedIn und Facebook. Das Message-Ad, eine Sonderfunktion von LinkedIn, bei Facebook nicht verfügbar. Conversation-Ad bei beiden, entsprechend bei Facebook wäre es eher Ziel Messenger oder WhatsApp. Denn das Follower-Ad, Dynamische-Ad, Jobs-Ad, Spotlight-Ad, die gibt es in dieser Art und Weise bei Facebook nicht. Im Follower-Ad am ähnlichsten kommt dann das Page-Like-Ad, beziehungsweise beim Spotlight-Ad dann ein ganz normales Image-Link-Ad in der rechten Spalte auf dem Desktop. Das sind also die Desktop-Formate von LinkedIn. Das Lead-Ad und das Event-Ad gibt es wiederum auf beiden Plattformen. Die sind nahezu identisch. Zusätzlich haben wir aber bei Facebook ganz viele Formate, die es so bei LinkedIn nicht gibt. Beispielsweise das reine Image-Ad, das Video-Ad, aber auch die Instant Experience oder Collection-Ad, die bei Facebook rein nur mobile ausgespielt wird, entsprechend gut geeignet ist für Unternehmen, die nicht mit perfekten Landingpages arbeiten und vor allem die Ladezeit verkürzen möchten beim Nutzer. Ebenso nicht vorhanden das Offer-Ad bzw. das Direct-Event-Ad. Die Mobile-App-Ad für die Installation von Mobile-Applikationen gibt es nicht. Store-Traffic-Ad, um Menschen in ein Ladengeschäft zu lenken, gibt es bei LinkedIn nicht. Und Augmented-Reality-Ads, die bei Facebook ja relativ frisch sind, auch das gibt es bei LinkedIn aktuell nicht. Das heißt, betrachten wir bei den Werbeformaten die beiden Plattformen im Vergleich, gibt es auch hier einen klaren Sieger. Ausgereiftere, individuellere, nutzbare Formate bei Facebook, insbesondere für Spezialziele wie Store-Traffic, Offer oder auch Mobile-App-Ads. Dann grundsätzlich die E-Commerce-Unterstützung mit dynamischen Ads. Das gibt es in dieser Form bei LinkedIn überhaupt gar nicht. Das heißt, ich habe da keine hohen Skalierungsmöglichkeiten, wenn ich viele Dienstleistungen, viele Produkte bewerben will. Und die immersiven Formate wie die Instant Experience Collection Ad, die Augmented Reality Ad oder die Stories sind so bei LinkedIn heute noch nicht verfügbar. Dann das Thema Targeting und Conversion Tracking als viertes Thema. Welche und wie können Zielgruppen erstellt werden, aber auch wie werden Resultate gemessen? Hier haben wir einen direkten Vergleich LinkedIn versus Facebook. Was zu sagen ist, es ist sehr ähnlich aufgebaut. Das heißt, wir haben sehr ähnliche Funktionalitäten bei beiden Plattformen. Bei LinkedIn im Core Audience Targeting, also bei den Standardzielgruppen, die jedem Werbetreibenden zur Verfügung stehen. Sicherlich Demografie, Geografie, das ganze Thema Interessen, allerdings relativ eingeschränkt. Dann im Zusammenhang mit Unternehmensinfos, Berufserfahrung und Ausbildung. Hier liegt dann sicherlich auch der große Vorteil bei LinkedIn. Hier hat LinkedIn viel mehr Informationen aus dem professionellen Umfeld, als das beispielsweise Facebook von dem Nutzer kennt. Entsprechend ähnlich aufgebaut bei Facebook. Wir haben die Demografie, die Geografie. Wir haben sehr, sehr viele Interessen und Möglichkeiten im Zusammenhang mit den Interessen. Zusätzlich Verhaltensweisen und Verbindungen auf der Plattform, die so wiederum bei LinkedIn leider nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, Standard-Targeting-Bereich, insbesondere hervorzuheben hier beim Standard-Targeting,
Demografie kennt Facebook wesentlich besser. Das gibt LinkedIn auch zu, dass Geschlecht abgeleitet wird vom Vorname. Entsprechend kann man sich da daraus denken, dass da sicherlich die eine oder andere Unscharfheit gibt. Auch das Alter ist nicht so genau und geografisch können wir bei LinkedIn wesentlich weniger genau einschränken als bei Facebook, wo Targetings bis zu einem Kilometer genau um den Umkreis möglich sind. Bei Interessen ist LinkedIn wesentlich schwächer unterwegs, als das bei Facebook der Fall ist. Dafür eben die ganzen Unternehmensinformationen, Berufserfahrung, Karrierelevel, wie lange, dass man Ausbildung betrieben hat, in welchem Bereich ist man tätig, diese Informationen, die hat LinkedIn, die fehlen bei Facebook. Dann der erweiterte Bereich mit den Matched Audiences, wie es bei LinkedIn heißt, entsprechend das Pendant, die Custom Audiences bei Facebook. Hier schauen wir nachher noch ein bisschen genauer in den Vergleich rein. Das heißt, hier geht es um Data Matching, bestehende Kunden, bestehende Kontakte ansprechen. Hier sind ähnliche Möglichkeiten vorhanden und auch bei beiden Plattformen dann die sogenannten Lookalike Audiences mit den statistischen Zwillingen. Auch hier sehen wir nachher noch den Detailvergleich. Also ziemlich identisch aufgebaut. Hier ganz klar LinkedIn im beruflichen Umfeld, die Nase vorn, Facebook im Bereich Interessen und Verhalten. Schauen wir uns entsprechend auch die detaillierteren Targetings an im Zusammenhang mit diesen Matched Audiences versus Custom Audiences bei Facebook. Bei beiden sind Datenuploads möglich. Bei LinkedIn sind es sogenannte Unternehmenslisten oder Kontaktlisten. Das heißt, ich lade eine Liste mit Unternehmensdaten hoch, beispielsweise die E-Mail-Domain eines Unternehmens, der Firmenname oder die LinkedIn-URL. Zusätzlich habe ich weitere Felder. Ich brauche hier mindestens 1000 Datensätze, bis maximal 300.000, um zu arbeiten. Oder ich gehe auf die Nutzerseite dann mit den sogenannten Kontaktlisten. Hier arbeiten Sie ähnlich wie bei Facebook mit E-Mail, Vorname, Nachname. Dann aber auch Gerätekennungen aus dem Mobile-Bereich oder die Google-Nutzer-ID, die verwendet werden können. Hier spricht man von mindestens 10.000 Datensätzen bzw. maximal 300.000. Bei Facebook haben wir hier nur gerade diese Personenlisten, das heißt, wir haben die Unternehmenslisten nicht. E-Mail, Telefon, Name, Vorname, Geburtsdatum, aber auch Ort, Geräteerkennung, Mobile- bzw. App-Daten von Apple oder von Google sind möglich. Zusätzliche Felder für das entsprechende Matching. Großer Unterschied, ich brauche hier maximal im Minimum 100 Datensätze. Dann gibt es Matched Audiences, Custom Audiences im Bereich Event. Bei LinkedIn eingeschränkt auf teilnehmende Personen. Hier bietet Facebook viel mehr Auswahlmöglichkeiten. Spannend hier auch bei Facebook, wir können den Zeitabschnitt wählen zwischen 1 und 365 Tagen, was zusätzliche Targeting-Möglichkeiten erlaubt. Das Lead-Formular bei beiden Plattformen verfügbar. Hier arbeitet primär LinkedIn mit allen interagierenden Personen oder die, die das Lead-Formular gesendet haben. Bei Facebook haben wir hier zusätzlich noch die Möglichkeit auszuwählen, Personen, die es geöffnet, aber nicht gesendet haben. Das heißt, wir sind bei der Audience-Erstellung vielleicht einen Schritt schneller. Was die Tagesabstände anbelangt, da hat LinkedIn die Nase vorn. Bei Facebook sind 1 bis 90 Tage möglich. Bei LinkedIn sind Abschnitte 30, 60, 90, 180, 360 Tage möglich. Nicht wahnsinnig viel feiner drin, aber über einen wesentlich längeren Zeitraum. Dann LinkedIn Unternehmensseite, beziehungsweise bei Facebook wäre das entsprechend die Facebook-Seite, wo wir auf Besucher gehen, beziehungsweise CTA klickende Personen, die auf den Call-to-Action-Button geklickt haben. Das sind die beiden Auswahlmöglichkeiten bei LinkedIn. Bei Facebook ist dann doch die Möglichkeitenpalette hier ein bisschen größer. Targeting hier bei Facebook dann 1 bis 365 Tage in frei wählbaren Zeitabschnitten. Hier gibt LinkedIn wieder mit diesem 30, 60, 90, 180, 365 Tage Schema entsprechend Zeiträume vor. Auch der Bereich Video relativ ähnlich. Wir sprechen bei LinkedIn von Videodauern von 25, 50, 75 oder 97%. Wichtig, ich kann hier nur Videos verwenden, die in der Werbung eingesetzt wurden. Das heißt, organische Videos können nicht für den Aufbau von Matched Audiences verwendet werden. Bei Facebook kann ich sowohl organische wie auch Werbevideos verwenden. Ich spreche hier zusätzlich zu diesen prozentualen Werten noch von Viewdauern von 13 oder Foreplay.
Durchgängen. Auch hier Zeitabschnitt 1 bis 365 Tage flexibel bei LinkedIn mit diesen 30, 60, 90, 180, 365 Tage Raster. Dann Website-Matched Audiences, basierend auf Besuchen meiner Webseite. Hier ist jetzt LinkedIn relativ eingeschränkt, das heißt, wir haben hier nur URL plus URL-Kombination. Das heißt, wir können hier auch Konditionen aufstellen, wenn Nutzer das und das besucht haben, haben aber nur positive Kombinationen über einen Zeitraum von 180 Tagen. Ich kann hier auch nicht fein selektieren, ich will nur die Besucher der letzten 10 oder der letzten 30 oder der letzten 90 Tage, es sind fix 180 Tage. Hier spielt dann Facebook die Stärke aus, URL, URL-Kombination, aber auch abhängig von Besuchsdauer, die Top 15, 25% der Besucher, die meisten Zeit auf der Seite verbringen. Dann abhängig von Pixel-Events und entsprechenden Parametern, aber auch abhängig von der Gerätenutzung, greift der Nutzer via Desktop oder Mobile zu, falls über Mobile, mit welchem Mobile-Gerät und auch die Frequenz, die entsprechend verwendet werden könnte. Also hier haben wir bei Facebook massiv mehr Flexibilität, als das bei LinkedIn der Fall ist. Zusätzliche Möglichkeiten, die dann Facebook bietet und LinkedIn nicht hat, im Zusammenhang mit App-Aktivitäten, aber auch Offline-Events, Besuche im Geschäft, die Instant Experience, Shopping-Funktionalitäten, die Inserate oder im Zusammenhang mit dem Instagram-Account. Hier sieht man dann eben auch die Vielfältigkeit von der Facebook-Plattform, die entsprechend hier zusätzliche Touchpoints bieten. Ebenfalls unterschiedlich das Thema Lookalike Audiences, die heißen bei beiden Plattformen identisch. Datenquellen bei LinkedIn sind Matched Audiences. Bei Facebook haben wir zusätzlich zu diesen Custom Audiences auch Facebook-Seiten als Datenquelle. Quellgröße bei LinkedIn mindestens 300 Personen. Facebook schreibt hier 100 Personen vor. Wir wissen alle, optimalerweise sind Lookalike Audiences bei Facebook basierend auf größeren Zielgruppen. Das heißt, optimalerweise haben wir 5000 und mehr Personen. Der große Unterschied dann bei der generierten Größe der Lookalike Audiences. Das heißt, LinkedIn geht davon aus, dass wir maximal 15 Mal die Größe der Quell-Audience haben für die Lookalike Audiences. Das heißt, wenn ich Daten hochlade, 1000 Personen gematcht sind, entsprechend die Lookalike Audience dann bei 15.000 Personen. Bei Facebook gehen wir in prozentualen Anstiegen aus von 1 bis 10, abhängig von der Anzahl der Nutzer in einem Land. Dynamische Erstellung ist bei LinkedIn nicht möglich. Das heißt, bei Facebook werden Lookalike Audiences dynamisch laufend aktualisiert. Datenverwendung sagt LinkedIn selber, dass sie primär Unternehmens- und Profildaten nutzen. Keine Verwendung von Demografie und Interessen. Da sind ja auch die Datenbasis bei LinkedIn eher schlechter als bei Facebook. Facebook nutzt da alle erdenklichen Datenattribute und ist entsprechend da auch wiederum im Vorteil. Zusätzliche Möglichkeiten bei Facebook, die LinkedIn nicht bietet, Lifetime Value basierend, Kontinents-, Länder- oder Regionseinschränkungen, zusätzliche Erstellung mehrerer Lookalike Audiences auf einmal, was dann sicherlich beim Erstellen noch einmal Zeit spart und zusätzliche Effizienz in den Prozess reinbringt. Dann auch die Pixel, beziehungsweise bei LinkedIn nennt man das Pixel Insight Pack. Gleiche Funktionalität von der Idee her. Bei Facebook ist es entsprechend das Pixel. Bei LinkedIn ist es ein Code, der integriert wird, der unterstützt allerdings keine Events. Bei Facebook haben wir Standard- und Custom-Events, die verwendet werden können. Entsprechend auch keine Parametrisierung bei LinkedIn. Bei Facebook können wir da grundsätzlich alles an Daten, die uns belieben zu übergeben. Conversion-Messung findet bei LinkedIn entsprechend manuell statt. Ich habe 8 unterschiedliche Conversion-Events, die ich anlegen kann. Das heißt, ich arbeite hier regelbasiert mit Hilfe von URLs. Ähnlich wie bei Facebook mit den Custom-Conversions, die ebenfalls manuell erstellt werden. Zusätzlich habe ich aber bei Facebook dann auch die Möglichkeit, über die Standard-Events Conversion-Tracking zu betreiben. Das sind schon mal 18, die vorgegeben sind und mit den Custom Conversions in Verbindung mit Custom Events natürlich ebenfalls zusätzliche Möglichkeiten. Eingeschränkt sind wir bei LinkedIn dann, was dynamische Werte anbelangt und dynamische Währungen. Beides kann nicht übergeben werden. Das heißt, ich muss fix bei der Conversion festlegen, was die für einen Wert hat. Die Währung ist automatisch dem Werbekonto der Währung, die dort eingestellt ist. Bei Facebook kann ich beides dynamisch gestalten.
Vorteil bei LinkedIn dann, was die Attribution anbelangt, die geht wesentlich länger. Wir sprechen hier von Zeitfenstern bei Klicks und bei View von 90, 30, 7 Tagen beziehungsweise einem Tag. Bei Facebook sind wir da bekanntlich hier eingeschränkt auf maximal 28 Tage beziehungsweise 7 Tage oder einen Tag, was für die Attribution verwendet werden kann. Betrachten wir also LinkedIn und Facebook in der Gegenüberstellung rund um Targeting und Conversion Tracking, ist auch ganz klar hier Facebook der Gewinner. Ich habe wesentlich genauere Demo- und Geografiedaten, viel mehr Targeting-Optionen, das heißt Demografie, Verhalten, Verbindungen, Interessen, die wesentlich ausgereifter sind. Hier halten wir LinkedIn zugute, dass die beruflichen Informationen wesentlich stärker ausgeprägt sind als bei Facebook. Ich habe viel ausgereiftere Custom Audiences und Lookalike Audiences, das heißt zusätzlich neben mehr Funktionalitäten auch noch Gerät, Frequenz, Zeitsteuerung und Automatisierungsfunktionen, die natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten bieten, und ich habe sehr viel flexiblere und bessere Messmöglichkeiten als bei LinkedIn. Das Facebook Pixel erlaubt geräteübergreifend, dynamisch und auch sehr komplexe Tracking-Systeme aufzubauen, was sicherlich ein klarer Facebook Vorteil ist. Betrachten wir uns das Thema Geburtsoptionen und Kampagnenstruktur, der fünfte Punkt. Mit welchen Geburtsoptionen kann ich überhaupt arbeiten, beziehungsweise wie werden Kampagnen gegliedert? Wenn wir die Geburtsoptionen betrachten, die sind nahezu identisch. Wir haben auf beiden Plattformen das CPM, Cost per Mille, bezahlt pro 1000 Impressionen, oder klickbasiert, CPC, Cost per Klick, bezahlt für den Klick. Bei LinkedIn sprechen wir dann noch zusätzlich von diesem CPS, Cost per Send, also entspräche bei Facebook dann einem CPA basierend auf Nachrichten oder Leads. Dann CPV, Cost per View, auch das bei Facebook dann als CPA abgehandelt über den Foreplay. CPA, Cost per Action, für Landingpage-Aufrufe oder alle anderen Aktionen, hier bieten beide Plattformen beides an. Was es bei LinkedIn nicht gibt, aufgrund der fehlenden E-Commerce-Optionen, entsprechend das UCPM, Cost per Mille optimiert für Konversion, das, was bei Facebook sicherlich bei großen dynamischen Kampagnen ein ganz wichtiges Gebotsform darstellt. Dann die unterschiedlichen Gebotsstrategien. Ich kann bei beiden Plattformen manuell buchen. Bei LinkedIn nennt sich das manuell, bei Facebook maximales Gebot. Ich kann auf beiden Plattformen auf die sogenannten Zielkosten bieten. Maximale Verbreitung bzw. bei Facebook nennt sich das niedrigste Kosten. Auch das bieten beide Plattformen an. Kostenkontrolle und Kostenlimit gibt es nur bei Facebook. Auch die Wertoptimierung mit Mindest-Return on Ad Spend gibt es nur bei Facebook. Und Höchstwertgebote sind ebenfalls Facebook vorbehalten. Entsprechend bietet uns Facebook hier ein paar mehr Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten sind aber abhängig natürlich vom E-Commerce-Einsatz, der bei LinkedIn entsprechend ja auch nicht so vorgesehen ist. Wenn wir die Kampagnenstrukturen vergleichen, LinkedIn versus Facebook, bei LinkedIn haben wir sogenannte Kampagnengruppen. Das heißt, wir können Kampagnen thematisch zusammenfassen. Die Zielsetzung und ganz viele Einstellungen wie Zielgruppen, aber auch Geburtsoptionen etc., das erfolgt dann bei LinkedIn in der Kampagne. Bei Sponsored Content Kampagnen kann ich ja auch mehrere Sponsored Content Elemente in eine Kampagne reinpacken. Bei Textanzeigen oder bei Anzeigen mit Lead-Formular, die eben nicht diesen Sponsored Content Charakter haben, muss ich dann aber pro Kampagne bzw. pro Werbeformat auch jedes Mal wieder eine neue Kampagne anlegen. Das heißt hier, wenn Facebook Marketer quer vergleichen mit der Dreistufigkeit bei Facebook, Kampagne mit der Zielsetzung, darunter die Werbeanzeigengruppen mit der ganzen Logik, wer soll erreicht werden, wo wird platziert, worauf wird geboten, welche Zielgruppen werden verwendet. Das ist bei Facebook diesen Werbeanzeigengruppen, und wie wir alle wissen, bei Facebook sind dann in diesen Werbeanzeigengruppen auch diverse unterschiedliche Werbeformate zur Verfügung. Das heißt, hier hat Facebook ganz klar eine einfachere, eine bessere, übersichtlichere, eine flexiblere Struktur, als das bei LinkedIn der Fall ist. Das heißt auch hier, der Winner ist ganz klar Facebook. Ich habe mehr Gebotsstrategien, die sind rund um ROAS-Berechnung, E-Commerce natürlich dem Sales geschuldet, wo über die Plattform stark getrieben wird. Ich habe viel flexiblere Kampagnenstrukturen,
Das heißt, ich kann einfacher Setups machen, ich habe mehr Konfigurationsmöglichkeiten und ich bin bei Facebook wesentlich flexibler in der Gestaltung der Kampagnen. Das heißt, ich werde hier wahrscheinlich auch massiv Zeit einsparen gegenüber dem Kampagnenaufbau bei LinkedIn. Das heißt, betrachten wir uns das Fazit. LinkedIn Ads versus Facebook Ads, ist da alles identisch. LinkedIn holt auf, das ist unbestreitbar, bietet grundsätzlich sehr interessante Targeting-Möglichkeiten in Bezug auf Job, Karriere, aber auch die Unternehmenszugehörigkeit. Hier sind Sie ganz klar im Vorteil gegenüber von Facebook. Das Targeting bietet allerdings viel weniger Möglichkeiten, ist generell viel weniger genau. Hier punktet Facebook klar durch vielseitigere Inhalte und damit entsprechend natürlich auch viel mehr unterschiedliche verbundene Datenpunkte, die verwendet werden sollen. Insbesondere bei Custom Audiences und in Verbindung mit Daten, die auf der Website erhoben werden, da ist Facebook ganz klar im Vorteil. Da haben wir ganz viele Möglichkeiten, wo mit dem Facebook-Pixel möglich sind, wo Nutzer von LinkedIn oder Marketer von LinkedIn nur davon träumen, dass man das machen kann. LinkedIn bietet sehr gute Formate, ist aber allerdings bei den Formaten eher basic unterwegs. Gut, wenn wir betrachten, wer überhaupt auf LinkedIn wirbt, das sind primär B2B-Unternehmen. Wir wissen, Marketer aus B2B-Unternehmen, die sind häufig ein bisschen schwerfälliger und weniger innovativ unterwegs. Entsprechend sind die Formate vielleicht auch so gewählt, dass sie nicht überfordert sind. Aber als B2C-Unternehmen hätte ich sicherlich gerne ein paar Formatmöglichkeiten mehr. Das Conversion Tracking bei LinkedIn ist noch in den Kinderschuhen, hier weit weg von den Möglichkeiten, die Facebook bietet. Allerdings spannend, das wesentlich größere Attributionsfenster von 90 Tagen, was bei Facebook ja doch eher kurz geraten ist. Generell sehen wir, ist das Tracking eher auf Leads ausgelegt, auf Formulareinteraktionen und weniger auf Sales Conversions. Das heißt, hier kann noch nachgebessert und erweitert werden. Für Marketer, die die Möglichkeiten von Facebook kennen, ist der Werbeanzeigenmanager von LinkedIn eher einschränkend oder schlicht und einfach die Hölle. Trotzdem können viele Ansätze, insbesondere in Richtung Funnel-Strategien, auf LinkedIn ähnlich aufgebaut werden wie bei Facebook, wenn auch nicht ganz so ausgeklügelt angewendet werden können, aber Möglichkeiten in der Basis sind vorhanden. Schade ist, dass LinkedIn Werbung in Richtung Skalierung noch nicht entwickelt ist. Das heißt, der gesamte Bereich Dynamisierung, der steht noch nirgends. Beispielsweise wichtig für Unternehmen, die eben viele Produkte, viele Dienstleistungen bewerben wollen. Aber auch der Bereich Testing und Algorithmus, der ist bei weitem nicht so weit entwickelt, wie wir das von Facebook kennen. Das heißt, hier sind Facebook-Marketer sich wesentlich mehr gewöhnt als der Marketer auf LinkedIn. Die Tools sind eher umständlich und nicht auf schnelle, übersichtliche und intuitive Erfassung ausgelegt. Sie sind relativ starr. Relativ lange sind auch die Wartezeiten beim Bearbeiten beziehungsweise auch wenn Ads an LinkedIn übermittelt werden. Da kann es schon mal passieren, dass Leads während 48 Stunden überprüft werden, wo wir bei Facebook in der Regel ja die relativ schnelle Time-to-Market haben mit dem Ads und Werbeanzeigen hier schnell geprüft werden. Was sicherlich krass ist bei LinkedIn, sind die Kosten. Das Werben auf LinkedIn ist im Verhältnis zu den Kostenerfahrungen, die wir von Facebook her kennen, sehr, sehr teuer. Das heißt, Unternehmen sollten hier versuchen, das Maximum an Optimierung herauszuholen, damit nicht noch zusätzlich Werbegeld unnötig verbrannt wird, aufgrund der massiv höheren CPM, CPC-Kosten bei LinkedIn. Das heißt, LinkedIn ist von mir aus gesehen sehr spannend, insbesondere sehr spannend in Kombination mit Facebook. Da wird es hochinteressant. Allerdings ist der Werbevorsprung von Facebook gegenüber LinkedIn noch massiv. Das heißt, hier muss LinkedIn noch weiter zulegen. Wenn wir so sehen, wie die Entwicklungsschritte der letzten Monate sind, wird LinkedIn irgendwann aufschließen. Aber die langjährige Erfahrung von Facebook, die kann LinkedIn nicht einfach in 2 Jahren nachholen. Da sieht man ganz klar, wer die Nase vorne hat. Das heißt, aus diesem Grund wechsle ich nun gern wieder auf die fortschrittliche Plattform zurück. Für mich bleibt das Facebook, entsprechend erfolgt jetzt wieder der Kleidungswechsel. Vielen Dank für das Interesse. Ich freue mich auf viele Fragen und werde jetzt auch gleich live zur Verfügung stehen. Hinweis in eigener Sache, Digital Marketing Upgrade, unser Podcast. Jeden Freitag neue Folgen. Folgt uns auf podcast.futterconsult.com, Spotify, Deezer, auf den Podcast-Plattformen. Ihr werdet da sicherlich nicht enttäuscht. Wichtig,
Bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich dann live wieder in München im Frühjahr 2021. Tschüss.